entdeckt man eigentlich etwas, so etwas wie eine berufliche Leidenschaft und traut sich dann auch, dem nachzugehen. Also was mir geholfen hat, dann auch den Schritt zu gehen, war eben nicht Angst vor dem Scheitern zu haben, dass mir bewusst war, was wäre das Schlimmste, was mir passieren könnte. Für mich persönlich sind diese Jahre von das Unternehmen wirklich aufzubauen zu einem nachhaltigen Unternehmen und auch jetzt da zu sitzen mit Anfang, Mitte 30 und mich jetzt vielleicht auch so zwischendurch mir mehr rausnehmen zu können, war schon noch damit verbunden, vielleicht zwischendurch ein bisschen im Autopiloten auch zu funktionieren und nicht immer genau zu wissen, was ich tue. Deswegen fühle ich mich gerade in dieser Orientierungslosigkeit ab und an. Und mir hilft, Sachen trotzdem einfach zu machen und dann vielleicht so ähnlich wie Madeleine eben erzählt hat im Autopilot, so besser ich mache was, als ich mache nichts. Und dann kann ich immer noch entscheiden, ob ich das dann weitermachen will oder nicht. Was mir geholfen hat, war tatsächlich Abstand zu nehmen und zu sagen, ich bin jetzt mal raus, das hat keiner gut, aber mir auch zu erlauben, jetzt einfach mal 4 Wochen offline zu sein. Das, was uns ungemein geholfen hat, war in der Zeit, sich miteinander zu verbinden und tatsächlich sich einfach nur auszutauschen. Und was ich super wichtig finde, ist, offen darüber zu sprechen, weil ich finde, dass Frauen sozialisiert wurden, dass dieser Wettkampf irgendwie im Untergrund stattfindet. Und deswegen sagt man immer, ja, Frauen sind ja so neidisch und hinterfotzig. Und das finde ich überhaupt nicht. Sondern wir wurden dazu sozialisiert, das so zu unterdrücken. Wir sind nicht wettkampforientiert. Wir müssen alle zusammen sein. Macht euch klar für die Erfolge in Zukunft, die ihr in einem neuen Unternehmen, in einer neuen Position schaffen wollt, gibt es keinen besseren Prädiktor als Erfolge von gestern. Das ist ein Punkt, der mir total wichtig ist. Also, dass man eben fast schon etwas Absichtsloses versucht herzustellen und da miteinander in den Kontakt kommt. Und irgendwann profitiert man vielleicht davon. Wie ihr es geschafft habt, in vorherrschenden männlichen oder auch teilweise patriarchalischen Strukturen klarzukommen. Also ich höre dann ganz viele, die sagen so, ja, und eigentlich sind ja die Frauen in den Unternehmen, die mit den Ellbogen sind. Und das ist immer so für mich, die Frage ist ja auch für mich nicht immer, was sollen die Frauen machen und warum reden wir immer nur drüber, was die Frauen machen oder nicht machen, sondern was machen denn eigentlich die Männer und wie tragen die Männer dazu bei, dass sie nicht nur Teil des Problems, sondern auch der Lösung sind. Und deswegen meinte ich auch vorher, wir reden sehr, sehr viel darüber, was Frauen machen sollen, aber wir reden nicht darüber, wie sich eben Arbeitszeiten von Männern anpassen könnten oder organisieren könnten. Die Männer verdienen mehr Preisgeld als wir und in jedem Moment, den ich habe und den ich die Möglichkeit ergreifen kann, fordere ich, dass wir das gleiche Preisgeld bekommen, dass wir mehr Preisgeld bekommen, dass wir angepasste Löhne zu den Männern bekommen und immer wieder.